Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warum schließt du mir nach? Du schließt mir nach. Natürlich. Also wir schließen uns jetzt mal dem Hype auf YouTube an und machen heute die McDonald's vs. Burger King. Also extra für euch wirklich. Steigen wir aus unserer Fitness-Diät aus und essen jetzt Burger. Ja, und weil wir eben in der Fitness-Diät sind, haben wir uns ausgedacht, der Verlierer muss einfach alles essen. Du musst vielleicht die Eis und so alles... Nee, das Eis auch nicht. Das wird zu viel, Mann. Also wenn du die ganzen Burger und das Eis noch dazu isst, dann stehst du morgen früh auf. Ja, voll. Aber ihr Lieben... Ja. Mit Bestrafung. Ohne. Dann esse ich alles, dann verliere ich mit Absicht. Nein, es gibt nicht mit Absicht verlieren. Nein, Mann, ist ohne Bestrafung. Mit? Aschke, welcher Schwein macht das? Das haben wir ausgemacht im Auto. Jetzt tu nicht vor der Kamera so rum. Du hast ja gesagt, du willst alles essen. Jetzt sei mal leise, ich habe was anzukündigen. Und zwar wurden wir am Sonntag, dem 19. März, eingeladen in Berlin auf die Premiere von dem Film Baby Boss zu gehen. Kennt ihr den Film? Das ist ein Animationsfilm. Ich verlinke den Link. Ich verlinke den Trailer. Ich verlinke den Link in der Linkbox. Ich verlinke den Trailer in der Infobox, dann könnt ihr euch mal anschauen. Jo. Und das Coolste ist jetzt... Wir können einen von euch da draußen mitnehmen. Genau. Einen. Genau, und deswegen verlosen wir jetzt diese eine Person, die mit uns mitkommt, darf oder kann. Und zwar solltet ihr erstmal eure Eltern fragen, ob ihr kommen könnt. Das wird in Berlin stattfinden. Mhm. Die genaue Adresse geben wir dann dem Gewinner bekannt. Es fängt um 13 Uhr an. Alle, die kommen wollen, beziehungsweise kommen können vor allem, einfach einen Kommentar schreiben in die Kommentare mit Hashtag. Wohin denn sonst? Nee, schreibt einfach einen Kommentar mit Hashtag TBATB. Genau. Und wir verlosen dann denjenigen und geben es dann am Donnerstag, im Video vom Donnerstag bekannt. Genau. Jo. Okay. Und bevor wir zu lange herumreden, jetzt fangen wir an. Wer verbindet als erstes? Ich. Du. Komm. Ja. Hey, du siehst was. Ich schwöre, ich sehe nicht. Hör auf, jedes Mal dasselbe zu sagen. Wie hast du mich dann geschlagen? Hä? Wie hast du gerade Weil ich vermute habe, dass du in der Richtung bist. Hey, aua. Nicht. Ja, ich muss vielleicht auch noch was essen. So. Okay, komm. Also, wir fangen an. Aber du musst schon sagen, was das erste ist. Und Hamburger oder Cheeseburger oder Pommes oder was? Okay, wir fangen mit Pommes an. Sollen wir das überhaupt sagen, ob wir Cheeseburger oder Hamburger ja. lieben? Ja. Auf? Hör alles, auf damit, ja, alles. Aber ich stopf dich so in meinen Mund rein. Wir haben so lange keine Burger mehr gegessen. Ich schwöre, ich freue mich auf diesen Moment, wo ich von dem Burger abbeißen kann. Sei mal ruhig, ich kann mich nicht konzentrieren. Okay. Bis bald. So. Jetzt wollte ich dir was sagen, ich habe so Hunger, darf ich alles essen? Ich habe voll Hunger. Mund auf. Das erste war Burger King, das zweite war McDonald's. Ja. Okay, weiter geht's. Ich bin richtig gut, gell? Weiter geht's mit einem Hamburger. Ich kann es dir nicht erklären, warum ich es gewusst habe, aber man schmeckt es einfach raus. Wieso kann ich es nicht erklären? Weiß ich nicht. Alter, die Burger schon nimmer frisch aus, hey. Ist mir wurscht. Ich gebe es dir nicht bald erhalten, sonst checkst du es. Und was hat dir aber besser geschmeckt? Burger King. Pommes. Mhm. Auf. Also ist ja fast nur Brot, was hast du gemacht? Nee, du hast auch vom Fleisch abgebissen. Ja, okay. Ah, es schmeckt so gut. Okay, jetzt komm. Was ist das, die zweite? Ja. Mal wieder das erste ist Working, das zweite ist Hamburger. Mecke. Okay, dann kommt jetzt die Cola dran. Ach, die schmeckt so gut. Darf ich eher mehr essen? Nö.
probiere. Ich bin eh der Gewinner. Okay. Beides ist Cola. Boah, da schmeckst du nicht den Unterschied. Echt jetzt? Nee, absolut nicht. Ich dachte, bei Burger King gibt es immer Pepsi und bei McDonald's Cola, aber dann ist wohl beides Cola. Kann schon sein, dass eins Pepsi und Cola ist, aber ich schmecke da gar keinen Unterschied raus. Das erste ist McDonald's, zweites Burger King. Woher weißt du das, wenn du es nicht rausschmeckst? Du hast geraten. Das war geraten. Ist so wurscht, ich hab's gewusst. Hab ich's gewusst? Ja. Neue Runde. Ich hab gewonnen, ich darf die Burger nicht. Ich hab Restbein gewonnen. Okay, du musst jetzt schauen, was was ist. Verarschst du mich eigentlich? Nein. Kann das sein? Geminidium. Hallo, willst du noch was? Ja, ich muss jetzt schnell zusammensuchen. Was gibt's denn da zum Zusammensuchen, Mann? Du machst nur Scheiße. Nein, ich hab außerdem die Dinger, die zwei Cheeseburger von McDonald's genommen, anstatt einen von Burger King und einen von McDonald's. Du lügst mich, Restman. Ich bin nicht so wie du, okay? Ich verarsche dich nicht, wenn deine Augen verbunden sind. Okay. Das machst nur du. Auf jetzt. Stopfst die ins... Was machst du? Ja, beiß halt ab, der bricht dir seine Lippen anstatt deine Zähne. Hammer. Hey, Mann. Hammer, Hammer, yeah. H-A-M-M-E-R. Auf. Das erste ist mit deutsch weißen Brötchen. Jawohl, Junge, jawohl. Warte, ich muss schnell ordnen für dich, dass du später nicht durcheinander kommst. So, ihr Lieben, jetzt haben wir noch Eis geholt. Das ist aber in der Kühltruhe. Ich hol's mal schnell. Sollen wir kurz Werbung einspielen? Okay. Hau rein, das Ding, Ike. Ike. Oh, Nala Miaut, wir haben sie ausgesperrt. Oh, die Arme, die klebt am Fenster. Okay? Aha. Steck deine Zunge wieder. Ich lass bei Nala rein. Dann kommt die auf den Tisch. Ist mir egal, das tut mir voll leid. Ich tu's wieder. Das erste ist Burger King, das zweite ist McDonald's. Ja. Schwör? Ich schwör. Alter. Ich tu schnell wieder in die Kühle, dass es nicht spritzt. Hab ich jetzt alles gewusst? Ja. We are the champions, my friend. Also ich habe alles gewusst. Woher aber? Weiß ich nicht. Hä? Weiß ich nicht. War ich gut? Ja. Also jetzt muss ich jetzt dann alles essen? Nee, ich kann gar nicht alles essen. Ja. Echt? Achso, du lachst so bescheuert, hast du mich verarscht. Was? Nein, je Minute. Verarscht du mich jetzt? Du kannst das Video doch später. Nala, komm her. Du kannst ja später im Video dann ja sehen. Wahrscheinlich kann ich nicht sehen, wie ich mich blamiert habe. Nein, wirklich nicht. Leute, der ist so fies, der verarscht mich immer. Deswegen geht er davon aus, dass ich ihn auch verarsche. Blödian. Ich bin eine gute Ehefrau, nicht so wie du. Nicht essen! Ich hey. Schwöre, ich esse nicht. Hey, ich sehe voll, was du machst. Hör mal auf! Was machst du? Aschke, hör auf, wie unfair! Leute, der puppelt gerade den Sesam von den Burgern runter, damit ich nicht check, was Burger King ist. Hör auf! Hab's bei dir auch nicht gemacht. Ja, also weiß ich jetzt schon, was Burger King hat. Hm? Fang den Pommes an. Wie, du gibst mir zweimal dasselbe, da Shepherds. Ich lass Nala rein, okay, Babygirl? Mm-mm. Also, die tut mir voll die leid. Die kommt da auf den Tisch. Die denkt, die wird jetzt bestraft. Okay? Also, ja. Und? Das
erste ist McDonald's, das zweite ist Burger King. Falsch. Ich schwöre falsch. Und ich habe gar nichts gemacht. Hast du nicht gewusst? Was für ein schlechter Fastfoodler bist du? Die Pommes schmecken voll lätschig. Wieso schiebst du mich überhaupt weg? Hier? Ja, weil deine Finger jetzt voller Fett sind. Nein, ich habe mit denen gegeben. Falsch, ich habe schon gewonnen. Aber ich will ihn mal herausfordern. Hau rein. Das war nur Brot. Was willst du? Da war genauso Fleisch Mama, dabei. Da ist nur Brot drin. Da ist Fleisch, jetzt beiß doch mal. Unfair, jetzt hast du die Sesams angefasst. Jetzt kannst du mir gleich sagen, was ist. Das ist aber echt Burger King. Weißt du warum? Das Fleisch schmeckt richtig angekokelt. Hä? Was isst du da? Angel. Zusammen essen, ich da. Du verlierst Rest mit Absicht. Alter. Der Burger. Jetzt hör Asch, mach jetzt auf zu essen. Ach stimmt, ich esse nicht, ich wollte nur hin. Nein. Bist du bescheuert? Oh mein Auge. Und? Das zweite war das zweite war McDonald's und das schmeckt tausendmal besser. Das war gerade so lecker und der andere Burger war richtig verkokelt, Mann. Aber man schmeckt, du hast es an den Sesam gemerkt, ganz ehrlich, das voll lieber, natürlich. Nein, ihr mindet ja mein Fleisch allein. Burger also King war richtig verkokelt. Caro, du hast mich verarscht. Warum? Du, deine Hände jetzt Mama. Weg. Hände weg. Aua, ich hab mir meine Wimper rausgerissen. Dein Ernst? Warte, wir kleben sie mit Sekundenkleber wieder. Okay. Aber nach dem Video. Ich hab dich echt nicht verarscht. Okay, da. Erste Runde. Es reicht, übertreib's mal nicht. Okay, mach Mund auf. Jetzt hör auf zu schleimen. Zweite Runde. Was ist was? Das erste war Burger King, das zweite ist McDonald's. Halt's mal, du siehst es, Resmen. Weißt du, woran du es merkst? Du hast mich verarscht. Es war nur ein Strohhalm im Burger King drin. Es war nur ein Strohhalm. Wie hast du mir das gegeben, bitte? Ich habe die Strohhalme extra getauscht. Genau, und du hast schon gewusst, dass im Burger King ein Strohhalm drin ist. Und dann hast du das Geräusch gehört, wie ich so mache, dann ist er aber nur... Aber darauf habe ich nicht geachtet. Okay, Bruder. Bei Burger King Bruder. War es hinterher nur ein bisschen Nachgeschmack, war süßlich. Und bei McDonald's... Und du hast alles gewusst? Okay, hol das Eis. Tu nicht so, als wärst du eine Ernährungsberaterin. Bei dem einen ist ein Cola ein bisschen Nachgeschmack, ein Süßer und bei dem anderen ist das Fleisch. Ja, aber irgendwas so schmeckt es doch unterschiedlich. Knapp 15 Sekunden zu viel gebraten und es schmeckt noch voll raus. Tu jetzt nicht so vor der Kamera. Mach deinen Mund mal lieber auf und jetzt gibt's eine Ladung Eis. Lecker. Ach, schön. Komm her. Du nervst mich. Da ist nicht. Du nervst mich. Oh, schön mich. In der Nase popeln. Oh. Okay? Du hast selber auch gegessen, gell? Ich schwöre, ich habe nicht gegessen. What do you say? Das schmeckt fast gleich. Okay, what do you say? Das erste ist McDonald's, das zweite ist Burger King. Alter, gut. Stimmt. Mach doch nicht die ganze Zeit ich dachte, auf. Das ist doch schon zu Ende. Nee, Cheeseburger. So. Wieso machst du die ganze Zeit auf? Ich tue die Cola so schön. Mach sie auf, wenn ich's mach. Mach deine Augen zu. Mach deine Augen zu. Ich dachte, wir sind fertig. Wir sind gar nicht fertig. Mach auf. Das spürst du eh am Brot. Das ist so sinnlos. Das ist echt sinnlos. Emilio, das Fleisch schmeckt so verkokelt. Echt? Übel. Probier. Du hast wieder abgebissen. Nein, Mann! Ich höre es an deinem Schmatzen. Das erste war Burger King. Aber sei ehrlich, du hast an den Sesambrot. Nein, am Fleisch. Das Fleisch schmeckt so krass verkokelt. Schmeckst du das nicht raus? Doch, schon ein bisschen. Du warst fast genauso gut, außer bei den Pommes. Also nur die Pommes vom Burger King haben mir leckerer geschmeckt. Also besser geschmeckt. Aber ansonsten die Burger bei Burger King schmecken überhaupt nicht. Die schmecken voll verkokelt, Mann.
Da ist so wenig Fleisch und schau mal, wie winzig das Fleisch ist. Ich hab's ehrlich gesagt am Sesam rausgeschmeckt. Sonst hat mir alles schmeckt die. Alles schmeckt die. Na gut, Leute. Also, wir sind McDonald's, oder? Nee, ja, McDonald's, sorry. Nee, ja. Also, wir essen jetzt den Rest. Heute ist Cheat Day. Ich hab gedacht, der Verlierer darf alles essen. Nee. Denkst du, ich esse das alles allein? Dann kannst du heute Nacht nicht mehr schlafen, gell? Ja, dann krieg ich Albträume. Da kommen nur noch überall Burger und hinterm Pommes und was weiß ich. Naja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ja, hoffen wir. Ihr lasst uns einen Daumen da. Und Leute, vergesst nicht, eure Eltern zu fragen. Oder unbedingt wegen der Filmpremiere und schaut euch den Trailer an. Es ist wirklich ein cooler Film, also hat mir richtig gut gefallen. Wir freuen uns, euch kennenzulernen und mit euch gemeinsam den Film anzuschauen. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Stopp! Was? Und jederzeit können Sie uns kostenlos abonnieren. Wir würden uns über ein Abo freuen, oder? Wieso sagst du das nie? Keine Ahnung. Vielleicht wollen Sie uns abonnieren, nur weil du es nicht sagst, abonnieren Sie jetzt nicht. Also hier. Hier. Nein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.